Na gut, wir sollten auch eh uns erstmal weiter umgucken und Beweise sammeln, bevor wir zu ihm gehen. So, du bist... A great host will come from the east like a plague of locusts, so saith the wise Alondo. Ja, das war auch ein Stück aus der Prophezeiung von Alondo, leider auf Englisch. Und vor allem auch ein Stück, das nicht in den Schriften drin war. Also er hat gesagt, dass die Plage der Kinder des Baals aus dem Osten kommen werden wie ein Schwarm von Heuschrecken. Aha, dachte ich es mir doch, dass ich euch hier irgendwo finden würde. Gestattet ihr mir, dass ich mich vorstelle? Aber bitte doch. Ich heiße Coveras. Ich habe früher für euren Vater gearbeitet und seinen Hafnerfreunden Tiefwasser Nachrichten überbracht. Vor seinem Tod vertraute er mir diesen Ring an und bat mich, ihn euch zu geben, wenn ihm jemals etwas zustoßen sollte. Nehmt ihr ihn an? Ein bisschen paranoid sollten wir sein. Und welches Unglück befiel ihn, Coveras? Ihr wart dort, ihr habt alles gesehen. Eine Frau, eine bewaffnete Gestalt und zwei keulenschwingende Oger. Aber Grinds lächerliche Magie hat wenig gegen sie genützt, oder? Er hat seine Magie lächerlich genannt. Das ist schon mal kein Zeichen dafür, dass er wirklich mit Grind zusammengearbeitet hat, oder? Und ihr seid mit eingezogenem Schwanz weggelaufen und habt euch bis zum Tagesanbruch im Wald versteckt. Und jetzt ist es soweit, oder? Der Eisenthron ist zum Greifen nah. Und ihr könnt Rache für diese Nacht nehmen. Ihr habt recht, Coveras. Ich war dort. Ich selbst, mein Vater und vier andere, die versuchten uns zu töten. Aber wo wart ihr, wenn ihr so viel davon wisst? Wenn ihr so wenig Vertrauen habt, wundert es mich, dass ihr bis hier gekommen seid. Nein, wenn man wenig Vertrauen hat, kommt man normalerweise weiter. Weil man sich mehr auf sich selbst verlässt. Aber gut. Es macht alles nichts. Ihr werdet Rache oder Verderben durch die Hände des Eisenthrons finden. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Hat er mir den Ring jetzt gegeben oder nicht? Nö, Arschloch. Es war also der letzte Wunsch von deinem Auftraggeber, dass du mir einen Ring gibst. Und den gibst du mir nicht, sondern haust einfach ab. Okay. So, ganz viele Bücher. Ah ja, genau, diese Pulte sehen so aus wie das im Intro. Aber, na gut, kann man alle nicht anklicken. Du bist der Stufenkoordinator, oder? Ja. Und Bücher, 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 keine Schriftstücke. Also ich halte jetzt nur noch Augen offen nach den Schriftrollen, die scheinen das Wichtige zu sein. Der Rest ist immer nur ganz normales. Ich höre wieder eine Prophezeiung. Chanta. Ach, das ist einer der Sänger. Gerugon, ihr seht betrübt aus. Was ist denn los, Kind? Es gibt hier Schwierigkeiten, Sänger. Ihr müsst mir helfen. Ihr habt recht. Ich habe es auch gespürt. Ich bitte euch, sagt mir, wie ich altes Klappergestell euch helfen kann. Als Sänger kennt ihr die Geschichte dieser Burg besser als jeder andere. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe im Schatten dieser Mauern gespielt, doch es gab viele Orte, zu denen ich keinen Zutritt hatte. Nun bin ich älter und gehe dorthin, wo ich will. Doch sagt mir, gibt es in dieser Burg Orte, von denen ich noch nie gehört habe? Aber welches Recht habt ihr, solche Fragen zu stellen, Kind? Ich bin kein Kind mehr, Sänger. Die gesamte Burg ist in Gefahr. Sogar ihre geheimsten und heiligsten Orte. Bitte, Sänger, Grine hätte es so gewollt. Seufzt. Ich werde langsam alt und die Jungen sind auch nicht mehr so jung und ihre Sorgenfreien nicht mehr so sorgenfrei. Alondo der Seher, der diese Festung des Wissens gegründet hatte und dessen Wahrsagung ich jeden Tag singe, ist tief im Innersten des Ortes begraben. Ich sage euch eines, Gerugon, weil ihr recht habt. Es ist Zeit, dass ihr es wisst. Aber in Grinds Namen rate ich euch nicht, in diese bewachten Hallen vorzudringen, in denen sich zudem Fallen befinden. Es sei denn, eine höhere Macht, als ich es bin, bittet euch darum. Euer Stiefvater würde mir euren Verlust niemals verzeihen. Ich muss jetzt gehen, Kind. Gerugon, es ist Zeit, die Wahrsagung des Sehers zu singen, wie ich es immer tue. Also Krypten gibt es doch. Wir haben nur keinen Weg nach unten gesehen. Na gut, der wird für das gemeine Publikum auch nicht zugänglich sein.
Müssen wir uns mal weiter umschauen. Da geht schon mal weiter hoch. Hier haben wir schon alles gesehen. Die Seite jetzt noch. Nanu. Geh da hin. Klick da drauf. Noch mehr Zaubersprüche. Bücher, Bücher, Bücher. Wenigstens ist überall nur ein Buch drin. Man muss hier nicht durch zigtausend Seiten von Büchern kämpfen. So, wer bist denn du? Du bist Priester des Ogma. Einer der Priester hat kürzlich Tiere seziert. Er behauptete, dass er dies aus Wissensdrang tut. Ich bezweifle dies jedoch. Seine Augen sehen zu hungrig aus, wenn er dabei ist. Ja, um den haben wir uns schon gekümmert. So, hier ist auch nichts mehr. Aber scheinbar sind echt nur ein paar Leute unterwandert worden durch Doppelgänger. Der Rest benimmt sich einigermaßen normal. Du bist nur ein Gelehrter. Ja. Da noch. Und das war's dann jetzt soweit. Ah ne, hier oben noch. Gelehrter. Ne, yep, Gelehrter. So, das war's. Nächste Etage. Wir sind jetzt im zweiten Stock. Im sechsten Stock ist der Allround. Mal gucken, was dazwischen noch so liegt. Und wo wir in den Keller kommen. Obwohl, im Keller werden sie wohl kaum das Treffen abhalten. Wir suchen hier immer noch den Anführer des Eisenthrons. Priester des Ogma. Hallo, ich bin der Stufenkoordinator. Weißt du vielleicht, wo wir Tessoril finden? Ja, ist sehr beschäftigt und er kennt seinen Terminplan nicht. Also du redest genau das gleiche wie dein Kollege, ein Stockwerk tiefer. Aber na gut. Überall Schriftrollen und Bücher, aber niemand Neues zum Reden und nichts anderes. Wir haben in den letzten Etagen auch noch keine neue Schriftrolle gefunden. Das lässt mich irgendwie darauf schließen, dass die einzigen Schriftrollen unten waren und wir sie schon haben. Was haben wir hier? Oh. Da hätte Gregor nicht alleine reinlaufen sollen. Meine lieben Freunde, wie man so schön sagt, erkennt man den wahren Gentleman an seinen Manieren. Wenn ihr beweisen wollt, dass ihr Gentleman seid, dann verschwindet lieber. Nur wenige Leute können es sich wirklich leisten, ausfallen zu werden. Ihr gehört nicht zu dieser Sorte. Geht, bevor es zu spät ist und mein äußerst reizbarer Gefährte Brunos die Geduld verliert. Also du stehst da, dein Gefährte wird wohl neben dir sein. Dein Gefährte trägt also eine Lederrüstung. Und ein Typ in einer Lederrüstung ist nicht unbedingt so eine große Gefahr. Da bist du schon eher gefährlich als Magier. Das heißt, wir müssen nur nah rankommen. Aber gut, wir wollen ihn nicht gleich losprügeln. Wir wollen erstmal versuchen, Informationen zu bekommen. Ihr seid also einer der Schweinehunde. Nein. Ihr seid die Anführer des Eisenthrons. Wir sind diejenigen, die euch in den letzten Wochen so viel Ärger bereitet haben. Wir wissen, was ihr im Schilde führt. Und bald wird es auch Herzog Eltern wissen. Ihr seid auch noch dumm genug, das zuzugeben? Junger Mensch, ihr findet vielleicht in der Bibliothek sicher einen Unterschlupf. Aber sobald ihr diese verlasst, gibt es keinen sicheren Ort, an den ihr fliehen könnt. Wie wäre es, wenn wir alle Probleme ganz einfach hier und jetzt lösen würden? Zieht euer Schwert und lasst die Waffe entscheiden. Das ist im höchsten Maße abscheulich. Mit euren starken Sprüchen wollt ihr doch nur darüber hinwegtäuschen, wie schwach ihr in Wirklichkeit seid. Selbst wenn wir uns im Kampf besiegen würdet, wie denkt ihr wohl, würdet ihr aus der Burg entkommen? Oder glaubt ihr vielleicht, die Mönche würden tatenlos zusehen, wie ihr alle in ihrer Festung tötet? Warum alle? Wir wollen nur dich und deinen Freund umbringen. Und auf dir sind die Beweise, die beweisen, dass du ein schlechter Mensch bist und tierisch viele Untaten begangen hast. Da werden die Mönche da nichts gegen haben, wenn wir dich umbringen. Macht klein aus als ihn, Jungs. Ja, so lobe ich mir das. Also, alle Mann nachrücken. Du machst erstmal einen taktischen Rückzug. Und ihr geht alle auch dahin. So. Dein Schutztrank. Dein... Na, warten wir mal ab. Obwohl, es sind viele, ne? Okay, dein Stärketrank, dein Schadenstrank.
Und der Rest läuft noch. Ja, weit gekommen sind sie nicht. So, du auf den da. Ignorante Barbaren. Genau, wir sind ignorante Barbaren. Und der wirft mit Dolchen. Ha, na gut. Du schießt auf den da. Du und du greifen den da an. Du machst... Ja, was machst du? Du machst erstmal ein magisches Geschoss auf den. Und sobald genug Krieger dran sind, machst du Eile. Und du machst Furcht dahin. Ja, das schaut doch gut aus. Dann greif du weiter den an. Du kannst... Oh, was machst du denn da so nah dran? Du, du und du da drauf. Du, magisches Geschoss auf den. Ach, das ist... Oh, Priester des Ogma. Warum greift der Priester uns an? Das wird dann wohl ein Doppelgänger sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Der Ruf der Gruppe hat sich verschlechtert um 5. Naja, so müssen wir halt damit leben. Heißspornige, gute Charaktere, die aus Versehen Fehler machen. So, der muss zuerst sterben. Ne, eigentlich der Magier, aber der ist unsichtbar, also halb unsichtbar. Das heißt, du machst jetzt erstmal Unsichtbares entdecken und du machst Lähmung auf. Dann probier mal ihn zu lähmen. Und du schießt auch auf den Magier, wenn das geht. Ignorante Barbaren. Ne, anscheinend geht's nicht. So, du machst Flammenschlag auf den, damit er schnell stirbt. Und du machst Eile auf uns. Hattest du das nicht schon? Oh, anscheinend nicht. Hm? So, schon besser. Schieß auf den. Ihr prügelt weiter auf den ein. Magisches Geschoss auf ihn, weil seine Unsichtbarkeit ist anscheinend weg. So. Und du... machst nochmal einen Flammenstrahl auf den Chef. Oh, Chef ist tot. 975 Erfahrungspunkte für den Anführer des Eisenthrons an der Schwertküste. Ha. So, du magisches Geschoss, aber wirklich schwer scheint der Kampf ja nicht zu sein. Und du heilst mal deinen Mann. Ja, ich glaube, Shahira hat gerade gemeckert, weil wir jetzt böse sind. Es ist eine Schande. Ja, es ist eine Schande. Wir sind unbeliebt. Das ist schon echt eine Schande. Na gut. Aber wie mir ein netter Mensch schon gesagt hat, ich kann auch einfach zur Kirche gehen und da spenden. Das stellt den Ruf auch wieder her. Auch wenn das nicht ganz so das war, was ich mir vorgestellt hatte. Ich wollte eigentlich echt nur die beiden angreifen, dann die Sachen, also die Beweise plündern, den Mönchen das zeigen. Dann wäre alles gut gewesen. Aber naja. So, die Sachen können erstmal zu ihr. Und zu ihm. Und die können gleich wieder zu ihm. Ein Schild plus eins kann verkauft werden. Die Sachen können auch zu ihm. Das wird ein Schwert plus eins sein. Und das ein Flegel. Ne, Morgenstern plus eins. Na gut. Und Langschwert plus 1 kann auch weg. Und ein Catnap plus 1, ja. Aber bisher noch keine Beweise. Die müssten wenn auf ihm sein. Und er hat sie nicht dabei. Ja. Das hat sich unser Gerogon nicht so gedacht. Denn jetzt haben die ein echtes Problem. Sie haben einfach so den Anführer einer größeren Handelsgilde rumgebracht und einen daneben stehenden Mönch und sie haben keine Beweise dafür, dass der Anführer ein Bösewicht war.